So, liebe Zuschauer, wir sind eigentlich jedes Jahr mit den Boxern in Dachau. Das heißt, jedes Jahr ist übertrieben. Die letzten beiden Jahre waren wir mit dir und den Berliner Boxring in Dachau. Diesmal seid ihr alleine gefahren. Du und die Jungs, erstmal, wir hatten zwar schon mal darüber gesprochen, wer da war, aber sag du erstmal, wer da war, wer waren eure Gegner und wie ist es abgelaufen für euch? Es waren vier Mannschaften da, Usti, Nadlaben, und zwar ist das der tschechische Mannschaftsmeister, Roter Stern Usti. Die sind auch Erster geworden mit 2 Punkten Vorsprung vor uns. Wir sind Zweiter geworden vor der ungarischen Mannschaft Honvéd Budapest, und Letzter ist geworden der Veranstalter Dachau. Es waren Bombenkämpfe da. Wir konnten allerdings nicht mit der stärksten Mannschaft antreten, weil Sven Ottke und Zegel zu dem Turnier in Oberkochen waren. Aber die Boxer haben sich trotzdem gut geschlagen. Es waren hervorragende Kämpfe und wir können ja mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Wer war denn von den Berlinern mit bei? Ibrahim Wural, der gegen den tschechischen Meister verloren hat, aber einen Bombenkampf gemacht hat. Dann Adnan Özkoban, der wieder Turniersieger wurde. Ali, wie immer, jawohl, immer eine souveräne Leistung. Und diesmal ist er zu der K.O.-Sieger geworden. Weltewicht Ali Yildirim, der im ersten Kampf Abbruch gewonnen hat, aber im Endkampf dann gegen den dritten der ungarischen Meisterschaften verloren hat in der letzten Runde. Dann waren bei René Deutschmann, der beide Kämpfe verloren hat, aber Bombenleistung gezeigt hat im Mittelgewicht, und im Halbschwergewicht als Ersatzmann Einsprung kurzfristig Thorsten Schulze und André Hoth. Die mussten beide einspringen, und zwar für die Boxer Thorsten Farnath und Attila Farnath, die einfach nicht erschienen sind. Gut, lass uns jetzt zum Boxring Berlin kommen. Entschuldigung, da gibt es so das Gerücht, dass der ehemalige Kickbox-Weltmeister und Europameister, mehrfacher deutscher Meister, Michael Kur, der jetzt für den Post-SV boxt in der Oberliga, dass er zu euch zum Boxring kommen soll, hier Bundesliga boxen soll. Was ist da dran? Michael Kur hat sich zum Boxen bekannt und er ist jetzt voll eingestiegen, und zwar er trainiert sehr eisern, er war eigentlich immer ein sehr eiserner Trainierer, aber hatte sich bis jetzt, wie gesagt, mehr dem Kickboxen verschrieben, ist aber seit dem letzten Jahr also zum Boxen voll zugestoßen und hat große Erfolge erzielt und möchte auch an den deutschen Meisterschaften teilnehmen und wenn er da einigermaßen abschneidet, auch in der ersten Bundesliga boxen. Ah ja, also ist die Geschichte wahr, ist also nicht falsch. Gut, auf meinem Zettel habe ich jetzt hier stehen, vor circa 14 Tagen konnte man in der Tagespresse lesen, dass drei Olympiakandidaten sich alles andere als mit Ruhm bekleckerten, als sie sich ja genau genommen volllaufen ließen. Naja, und anschließend in der Öffentlichkeit unangenehm auffielen. Was ist eigentlich an der Geschichte wahr? Tja, solche unangenehmen Sachen sollte man eigentlich zur Seite schieben. Ich persönlich stehe auf den Standpunkt, also das ist nicht gerade etwas, was Boxer, die im Olympiakader sind, machen sollten. Also zu unserer Zeit gab es sowas nicht. Ich habe das nur durch die Presse erfahren, und ich möchte sagen, also wenn das wirklich gewesen ist, wie das in der Zeitung gestanden hat, dann sind diese Leute nicht wert, zu den Olympischen Spielen geschickt zu werden, denn dort sollten die Besten erscheinen, also nicht nur was Können anbetrifft, sondern auch was, wie sagt man so schön dazu, so ist es. Also entweder ist man ein Sportsmann, und dazu zählt einfach, dass man eben auch in der Öffentlichkeit also sauber dasteht. Sehr schön. Nett von dir, dass du das so offen und direkt gesagt hast. Sven war letzte Woche nicht mit in Dachau, sondern er war in Oberkochen. Ja, und einige Olympiateilnehmer, Sven ist ja ebenfalls Olympiateilnehmer, die ließen sich lieber krank schreiben vom Arzt, als da anzutreten. Wie siehst du die Sache? Ich muss eins sagen, jeder, der wenn er verletzt ist, dann hat er eben Pech gehabt, dann kann er daran nicht teilnehmen. Aber wer eine Chance hat, vorher nochmal sich selbst zu testen und festzustellen, wo er steht, der sollte daran teilnehmen. Sven Ottke hat noch nie gekniffen, und ich stehe auf dem Standpunkt, ein Boxer, der kneift, hier hat auch nicht zu den Olympischen Spielen. Ich hoffe nur, dass die anderen verletzt waren und ihre Verletzung möglichst schnell auskuriert haben. Aber in den letzten Jahren kommt immer wieder aus derselben Richtung kommen da die Verletzungen und die Absagen, was ich nicht gerade sehr schön finde. Aber das muss jeder Trainer selber wissen, ob er das verantworten kann oder nicht. Hier in Berlin, wie gesagt, treten die Boxer an, wenn sie aufgefordert werden, und sie sollen ja auch im Ring zeigen, was sie können. Wo sollen sie es sonst zeigen? Richtig. Du warst ja selber mal Olympiakandidat, du warst in der engen Auswahl 1960 und 1964, hättest du es beinahe geschafft, woran hat sie hapert? Ja, damals gab es, wie gesagt, die bundesdeutsche Mannschaft, also BAD-Mannschaft, und dann gab es die DDR. Heute gibt es das auch noch, aber damals, wie gesagt, wurde eine gesamtdeutsche Mannschaft geschickt. Wir haben im Westen Ausscheidungen gemacht, da habe ich immer gewonnen, war immer Nummer 1, und da wurde der Erste und Zweite vom Westen in den Ersten und Zweiten vom Osten geschickt, und da sie wussten, dass ich sehr nervenstark war, haben sie mich eben nach dem Osten rüber geschickt, drüben als Nummer 2,
und ich habe beide Male 2-1 Urteil verloren. Es war knapp umstritten. Ich wäre gerne zu den Olympischen Spielen nach Rom oder auch nach Tokio gefahren. Ich war in Tokio drüben als Tourist und habe mir das angesehen. Das war sehr bitter, wenn man als Zuschauer das sehen muss, wie der Mann, der später Olympiasieger geworden ist, diesen Mann habe ich 3-mal geschlagen. Aber es hat eben nicht sollen sein. So ungefähr wie jetzt bei Michael Gusnick, für den, da hatten wir da beim SBC schon drüber gesprochen, der große Glück hatte, dass ihn der Ringrichter auf den Fuß trat. Ja, und eine Konsequenz aus dem Volllaufen lassen kam ja auch nicht. Wäre vielleicht da noch eine Möglichkeit gewesen für ihn, denn, wenn man da was gemacht hätte vom DHBV aus? Es ist so, es ist festgelegt worden, wer in Athen drüben die Goldmedaille holt, fährt rüber. Mhm. Er hat das Pech gehabt, er ist eben durch einen Ringrichter ausgeschieden, was es noch nie gegeben hat. Und der Niroba hat es geschafft, hat die Goldmedaille geholt und Niroba fährt rüber. Er ist ein sauber, anständiger Sportsmann, der leider mit den Nerven etwas Probleme hat. Aber wie gesagt, im Ring immer alles gibt und auch sehr viele Siege erringt. Und ich hoffe und wünsche, dass er eben drüben das Beste für die Bundesrepublik Deutschland rausholt. Meine ganz kurze Frage zwischendurch. Sag mal, Sven, läuft das Band nicht, dass wir hier umsonst drehen? Es läuft, gut, okay. Macht mich ein bisschen nervös. Sven kommt gleich ran an dich, noch die letzte Frage. Zweimal warst du beinahe dabei bei den Olympischen Spielen, das Wort Spiele. Wie siehst du eigentlich die Olympischen Spiele heute? Ja, also vielleicht hat es früher mal Spiele gegeben. Ich muss eins sagen, das ist eine sehr, sehr ernste und harte Arbeit. Wer dort etwas erreichen will, wie jetzt im Boxen, der muss, also sagen wir in der Gewichtsklasse wie Sven Ottke, mindestens 5 bis 6 Kämpfe bestreiten, wenn er Gold holen will. Und da jeden Tag, wie gesagt, das geht ja abends so, ist ja nicht so, dass er im Ring der Kampf ist. Das fängt ja abends an, das Gewicht machen, der Schlaf vor dem Wettkampf, morgens die Vorbereitung, das Gewicht bringen auf der Waage, den ganzen Tag Vorbereitung, dann rein in den Ring, den Kampf und dann wieder den nächsten Tag und so jeden Tag. Ich muss eins sagen, das ist eine sehr, sehr harte Sache. Und da treten nur noch so 100%ig trainierte Athleten an. Das ist ja vor 10 oder 20 Jahren war es noch so, dass viele hingeschickt wurden, die gerne mal gesehen werden wollen. Also manche Länder haben eben Leute hingeschickt, damit sie eben auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Heute im Boxen schickt man nur noch die Besten hin, also die auch Chancen haben. Und das ist da kein Zuckerschlecken, das ist eine äußerst harte Arbeit. Und wer die Olympischen Spiele hinter sich gemacht hat und eine Medaille holt, der kann sehr, sehr glücklich sein und wer da eben vorher vorbeischrammt, aber trotzdem gute Leistung zeigt, dem sollte man auch auf die Schulter klopfen. Gut, Bobby. Sven, bist du mal so nett, kommst, bedanke mich erstmal bei dir. Und dann lassen wir Sven Ottke zu Wort kommen. Ja, tritt näher. So, zu dir braucht man nicht viel zu sagen, du stehst jeden Tag in der Zeitung. Die Presse war voll des Lobes in Sachen Oberkochen. Hast du eigentlich irgendwo Angst so vor zu großen Erwartungen aus der Öffentlichkeit? Nö, nee, auf keinen Fall. Ich meine, die Leute wissen, was da Sache ist, ne? Dass da DDR, Russen und Amerikaner sind auch sehr stark einzuschätzen. Und ich glaube nicht, dass sie viel erwarten. Ne? Ich werde mein Bestes geben und wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Gut, eine andere Sache, Politik und Sport sind normalerweise zwei Sachen. In Seoul ist die Lage so ein bisschen gespannt. Hast du da irgendwo Angst vor Seoul, vor den Olympischen Spielen? Also was die Gefahr anbetrifft, da, der politischen Auseinandersetzung, dass ihr da irgendwo mit reingezogen werdet? Nö, glaube ich nicht, auf keinen Fall. Das sind zwei, drei Sachen. Und ich glaube, die Leute werden uns bestimmt in Ruhe lassen. Ne? Die haben vielleicht was gegen die Sache jetzt dort, die da abläuft, aber nicht gegen uns Sportler, bin ich der Meinung. Ne? Wir werden schon korrekt abgeschont sein, schätze ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie verletzungsgefährdet sind oder so eine Art. Denken eigentlich alle so, hast du schon mit mehreren gesprochen da, die nach Seoul fahren, hier also aus Berlin, denken die alle so in der Art? Nee, ich weiß es nicht, darum werde ich mich noch mit keinem unterhalten. Gut, ja, einige Olympiateilnehmer haben dich in Oberkochen da krank geschrieben. Du bist hingegangen, muss man loben. Was bringt dir eigentlich so eine Sache? Du könntest dich auch im Ring verletzen, das ist ja für dich Feierabend. Ach, das kann eigentlich wieder Zeit passieren, bin ich der Meinung. Ne? Ob es im Ring passiert, kann mir draußen der Straße genauso passieren. Ne? Also die Verletzungsgefahr ist eigentlich immer gegeben. Ne? Also wenn ich jetzt Auto fahre, kann ich genauso einen Unfall haben. Ne? Und ich bin irgendwie genauso gestorben. Ne? Also ob ich nun auf der Straße oder am Ring, das kann mir überall passieren. Ne? Also ich habe da keine Angst, dass mir da irgendwie was passiert. Und wenn es passiert, dann ist es halt passiert. Ne? Gut. Ja, welchen Wert haben die Vorbereitungskämpfe für dich persönlich jetzt? Oh, ist nochmal ein letztes Abtesten. Und die Ringgewohnheit sehr wichtig auch dabei. Ne? Also für mich ist es eine gute Sache.
Gut, du bist ja so ein Athlet, der so wie so eine Rakete hochgeschossen ist, anders kann man das nicht bezeichnen. Jedes Jahr immer erfolgreicher, dreimal deutscher Meister, ich hatte letztes Mal gesagt zweimal, ne? Dreimal bist du deutscher Meister. Bei dir ging es nur bergauf, du hast ziemlich spät angefangen und jetzt ist die UL für dich ein großes Thema und jetzt bist du ja ständig in den Tageszeitungen. Wie wirst du eigentlich damit fertig, dass du plötzlich so im Mittelpunkt stehst? Machst du dir irgendwas aus da? Verändert sich dein Privatleben oder dein persönliches Leben irgendwo da drin dabei? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Macht mir auch nicht aus. Ich meine, finde ich in Ordnung. Macht mich irgendwo stolz davon, abgesehen. Also ich finde es in Ordnung mit ihm. Also bleibst du auf dem Teppich dabei? Jojo. Gut, okay. Während Sie jetzt zu Hause den Sven jetzt sehen, ist er eigentlich nicht mehr hier. Du fährst nämlich am Dienstag, also am Tag der Sendung, für dich heute Morgen, ja richtig. Wo fährst du da hin? Was machst du da? Wo? Nach Frankfurt, denn da ist Einkleidung vom Nationalen Olympischen Komitee. Ja, Robi hat mir da was anderes gesagt. Du gehst irgendwo noch ins Trainingslager. Ja, danach, am Mittwoch. Am Mittwoch? Am Mittwoch früh fahre ich nach Budapest. Was läuft da? 10-tägiges Trainingslager. Gut, wünsche ich dir viel Glück für Seoul. Mir bleibt eigentlich nicht mehr zu erzählen, mir fällt mir auch nicht ein, Sven. Ich wünsche dir viel Glück, okay? Alles tschüss. Klar. Dankeschön.